Ja, herzlich willkommen. Ein kleines Reinschnuppern. Wir starten das Spiel. Wir hätten besser vorher mal Setup gemacht. Ja, Diner Buster, wir sind überfallen worden vom Drachen. Und es wird natürlich jemand entführt. Das heißt, wir müssen diesmal nicht aus dem Gefängnis ausbrechen, wie bei der NES-Version. Wir suchen also unseren Freund auf der Burg. Und dahin müssen wir uns kämpfen. Wir starten erstmal auf der anderen Seite des Flusses in der Burgruine. Jetzt sind wir im Stage 1-1. Das heißt, wir müssen erstmal hier uns durch die Gegend bomben. Hier müssen wir aufpassen, denn wir haben nochmal wieder diese Geister, die uns am Nacken sitzen. So, wenn wir hier erstmal ein bisschen die anderen Mauern zerschießen. So, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Haben wir Glück gehabt, dass die jetzt hier nicht einfach mal dran gewatschelt kommt, dieser Geist oder was auch immer das sein soll. Oder habe ich Glück gehabt, dass meine Flammenreichweite noch nicht so weit ist? Sonst wäre das mein Untergang gewesen. So, wir müssen eigentlich hier mal diese Flamme einsperren. Ha! Was? Frechheit. Dann sperren wir dich hier unten ein, Freundchen. Also jetzt bin ich aber doch etwas irritiert. Das kann ja hier nicht Ewigkeiten dauern. Gegrillt. Sehr schön. Ordentliche Soundeffekte haben wir hier, muss ich sagen. Das macht echt Spaß. Ah, sehr schön. Ein Special. Unsere Flamme ist etwas weiter geworden. So, jetzt sperren wir direkt den hier ein. Das hat aber nur geklappt, weil wir unsere Flamme erweitert haben. Sonst hätten wir den Geist auch nicht bekommen. Sehr schön. Oh nein, was war das denn? Das war jetzt umsonst. Die gute alte Bombe. Ich würde sagen, sprengen wir den weg. Das ist jetzt ziemlich doof gewesen. Also in der NES-Version kommen Geister raus, wenn ich hier auch. Aber im Hirn bleiben die von der Bombe stehen. Nein, das muss ich hier auch noch alle erwischen. Ich werde verrückt. Na, immerhin einen erwischt. So. Nein, weg, weg. Na, verdammt. Jetzt hat er mich erwischt. Oh nein, jetzt muss ich die ganze Stage nochmal machen. Oh, das ist ja frustrierend. Das ist ja frustrierend. Habe ich ja wenigstens meine... Ne, ich habe nicht mal mein Special behalten. Ist ja schon ein bisschen frech. Ah, der ist gegrillt. So. Wollen wir gleich mal die Flamme hier... den Geist zerstören. Das ist ja nicht möglich. So, gegrillt. Aber das war aber auch mehr Glück als Verstand. Es war ganz haarscharf. Es macht echt Riesenspaß zu zweit. Aha. Da ist das Tor.
Dann wollen wir es doch direkt mal öffnen, oder? Ah ne, das ist ein Special. Okay. Dann müssen wir weiter suchen, wo das Tor ist. Ich hätte lieber mal eine zweite Bombe. Wobei, wir haben noch 2 Minuten 25, also noch genügend Zeit. Sollten also keine Probleme bekommen. Aber 2 Bomben wäre schon fein. Mann, wo hat sich der Ausgang denn versteckt? Mal gucken, ob ich die beide erwische. Ja, nutzt aber nichts. Da ist er. Yeah, Stage 1 geschafft. Ja, die beiden Varianten spielen sich eigentlich gleich schön. Also ich habe jetzt nicht unbedingt einen Liebling, DOS oder NES-Version. Die MS-DOS-Version scheint ein bisschen farbenfroher zu sein. Und die Soundeffekte sind ein bisschen stimmiger. Aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Ist ein cooles Spiel. Wobei natürlich der richtige Spaß eigentlich erst mit 2 Personen oder mit mehr Personen rauskommt. Ah, sehr schön. Das habe ich mir noch gewünscht. Eine zweite Bombe. Muss mal schauen. Jetzt werden wir wahrscheinlich die Geister da befreien. Das war jetzt ziemlich blöd. Mensch, 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 Mensch. Das war noch blöder. Aber der hat sich jetzt selber in die Falle gesetzt hier. Den werden wir jetzt mal grillen. Das war aber auch mehr Glück als Verstand. So, wohin mit dir, mein Freund? Die zweite Bombe habe ich aus Versehen gesetzt. Das war gar nicht mein Ziel. So, jetzt werden wir hier mal eine Bombe platzieren. Und dann werden wir hier auch eine platzieren. Na, das war dämlich. Da ist der Ausgang, aber... Nein, weg, 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 weg. Ach Gott. Ja, das war gutes Timing, muss ich sagen. Das könnte gerade so klappen. So, das war die Hexe von Hexenküche 2. Das war Stage 2 und wir müssen uns aber noch weiter durch die Mauern bomben und schlagen, denn es gibt noch eine letzte Stage hier. Oder die vorletzte sogar. Oh, ich habe sogar noch die zweite Bombe. Hervorragend. Dann werden wir hier direkt mal alles zerbomben. Oh, direkt schon einen Ausgang gefunden. Sehr schön. Nein, das wollte ich gar nicht. So, alles weg damit. Oh, die brauche ich unbedingt. Ja. Jawoll. Da bin ich nämlich direkt ein Stückchen schneller. Aber das brauche ich gar nicht mehr. Ich muss eigentlich nur noch die Kollegen hier zerbomben. Denn den Ausgang habe ich ja schon gefunden. So, doppelt hält besser. Oh, das war jetzt dämlich. Das war jetzt dämlich. Aber... Nee, 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 nee. So, das war Stage 3 und ich glaube, es gibt doch noch eine vierte. Es wäre mal schön, in die zweite Area zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Ja, direkt hier eine fiese Falle. Ich komme hier nicht weg. So. Hm.
So, einen haben wir schon mal erwischt. Den zweiten kriegen wir jetzt auch. Hehehe. Ich habe sogar, glaube ich, meine Rollschuhe behalten. Das ist eigentlich sehr, sehr ordentlich. Sehr nett, würde ich sagen. Jawohl, beide erwischt. Hier haben wir noch was. Was haben wir denn hier Schönes? Oh ja. Sehr schön. Wo ist der Ausgang? Also, dass das so lange dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hä? Wie geht das denn jetzt nochmal? Ich dachte, das wäre nur eine Verzögerung. So, es war keine Verzögerung, es war tatsächlich ein Fernauslöser. Ich erinnere mich. Sehr praktisch. Sehr schön. Und die nächste Area gefunden. Yeah. Entschuldigung. Oh, es gibt noch eine. Ach Gott. Das wäre auch, glaube ich, sonst... Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Bombe noch habe. Ja, habe ich tatsächlich. Ha. So, es wird sogar größer. Ach du lieber Gott. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich ganz bitter hart. So, oh nein, das war einmal zu viel. Bombe und Bombe und... So. Nein! Er hat die zweite wieder gesetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Der ärgert mich hier. Ich befürchte, wir werden das nicht schaffen, in dieses nächste... So. Also zum Erledigen von Gegnern sind die Bomben ganz hervorragend, muss ich sagen. Ach, es geht gar nicht mehr. Verdammt, ich habe das verloren. Stimmt, ich bin ja gestorben. Ah, komm her, Hilfe. Blöder Geist. Will er mich ärgern hier? Der will mich ärgern. Verdammt. Sehr schön. Oh Gott, das kann ja hier überall sein, ne? Der Ausgang. Hm, wir bomben uns mal einen Weg nach unten. Mal schauen. Wo der Ausgang sein könnte. Erstmal hier den Geist erledigen. So, wie viel sind es denn noch? Ach, da unten ist noch einer. Ja, und... Arrivederci! Ja, das heißt, das Suchen... der berühmten Nadel im Heuhaufen. Wer weiß, wo die Tür versteckt ist. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass die unten ist. Oder auch nicht.
könnte die natürlich auch etwas intelligenter setzen, diese Bomben. Oh, was haben wir denn da? Ein Special. Oh, das weiß ich gar nicht mal, was das war. Das war, glaube ich, dass die schneller explodieren, die Bomben. Ich weiß es aber nicht mehr so genau, leider. Nein! Oh, mein Gott. Ach, bitte. Leute, wo ist denn der Ausgang? Ba, 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 ba. Ba, da, ba, 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 ba. Das ist bestimmt der letzte Stein, oder? Im Level. Noch 30 Sekunden Zeit, nein! Das ist der letzte Stein. Ich werd bekloppt, oder? Es ist der letzte gewesen, ja, ja. Was ist der Professor? Nein, oh, 12 Sekunden noch. Ah, ich wollte mir eigentlich das eine Item noch holen, das Special noch holen. Uiuiuiui, 6 Sekunden Zeit, das war wirklich haarscharf. Das war eigentlich schon fast... Ach, bitte. Wie viel gibt's denn, 1 Strich? Ja. Ui, es war wieder haarscharf. Hätte ich mich fast wieder selber weggebombt. Leider hat es das Monster nicht erwischt. Glaube ich, die zu sehr... Nein, jetzt habe ich wieder 2 abgesetzt. Ich wollte doch nur eine absetzen, eine Bombe. Ja, es sind wieder sehr viele Geister frei. Und zwar so frei, dass ich nicht unbedingt die gerne da hätte, wo sie jetzt gerade sind. Überall verstreut und querbeet. So... Mal schauen, ob wir die hier mal einsperren können. Nein, jetzt habe ich auch noch beide verschwendet wieder mal. So. Ja. So, du kleiner Geist, komm mal her. So, eingesperrt und hoffentlich wirst du erwischt. Sehr schön. Doppelt gegrillt, hält besser. Na gut, der kann sich natürlich da verstecken, dieser... Sehr schön. Ein Geist weniger. Oh, und wir haben direkt den Ausgang freigelegt. Das ist sehr hervorragend. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Geister kümmern. Ist da unten auch noch? Ne, sehr schön. So. Ah, das war zu... Was machst du denn jetzt, Geist? Bleibst du da stehen? Ah, verdammt. Fast erwischt. Noch 1,22. Das ist echt... Ach, Mist. Sehr schön. Jawohl! Yeah! Da hat der Geist mal mir einen Gefallen getan. Es war ein glückliches Händchen.
Stage 1-7. Ja, jetzt laust mich doch der Affe. Oh, was ist denn für ein... Ach, wo kommt der denn her? Na, verdammt. Ja, dieser Bettengeistball oder was immer das war.